Gott sei Dank, das kann man irgendwie umgehen. Mach schon. Die Montagestationen haben an einer bestimmten Seite Anschlüsse für die Scheiße. Ah. Ja. Ja, der produziert. Ah, warte. Jetzt muss ich mit unterirdischer Scheiße arbeiten. Das werden immer mehr auf der anderen Seite des Sees. Wenn nicht, dass die gleich durchs Wasser kommen. Ja, glaube ich nicht. Dann hätten okay. Die halt in, halt in der ersten Runde auch schon gemacht. Aber wir sind weiter als in der ersten Runde, weißt du? Ja. So. Ich hab eine Idee und ich hab eine gute Idee. Das funktioniert. Alter. Aber warte. Ich bin blöd. Wo? Ah, ja, wer hätte es gedacht. Eieieiei. Ich glaube, da klatschen wir gleich mal die nächsten Geschütze hin mit Strom und einem Pipapo, wa? Ja. Wie viel haben wir denn eigentlich in der Kiste? Ja, ich bin weggetragen. Wir haben nur 80 Geschütze, aber damit kriegen wir die Mauer auf jeden Fall bemannt. So, das auch noch. Oh, es hat schön schon vorgesorgt. Endlich. Hat doch mal Zeit. Zeige ich mal vorne.
So, haben die jetzt alles? Zahnräder. Das und Schmiermittel. Ja, nice. Dann. Zack, zack. Boah, ist das nice. Macht das Spaß. Bin mal kurz auf der 17. Mikrofon muted. Jo. Microphone activated. Good morning, Vietnam. Good morning, Night City. Alter, wenn man Kevin Spacey da noch irgendwie hätte treffen können, ne? Das wäre so nochmal das i-Tüpfchen gewesen, ne? Keanu Reeves und den, ne? Ja, Mann. Okay, die brauchen viele Dinger. Dann zack. Stapelt, meine Freunde, stapelt. Okay, Tunnel werden auch produziert. Jetzt kommen die Bänder. Mhm.
So, was brauchst du denn dafür? Leute, was ist denn jetzt los? Hier oben kommt kein Eisen mehr an. Alter. Ja, hier unten der Zulieferer ist nur minimal gefüllt, was die Bänder angeht, und hier greift sich alles schon ab, weil ich Zahnräder brauche. Ja, geil. Du kriegst gleich Eisen und Stahl hier oben. Nice. Ich habe nämlich gerade schon Angst gehabt, weil auf einmal produziert er nichts mehr. Also für den Hauptinvestor ist das hier eine Reizkatastrophe gerade gewesen. Okay. Ich baue mir gerade halt entsprechend auch Blaupausen, deswegen dauert es ein bisschen länger. Alles gut. Mach dir mal keinen Stress. Dafür geht es bei dem nächstbesten x-beliebigen Vorkommen, was wir abbauen wollen, dann deutlich schneller. Nice. Wäre jetzt optimal, wenn man die Blaupausen noch irgendwie in andere Runden mitnehmen könnte, ne? Ja, das wäre richtig gut. Glaube ich aber tatsächlich nicht dran. Wäre halt irgendwie für die nächsten Runden ein gewisser Gamebreaker, ne? Also. Irgendwie schon, ne? Aber naja, wenn man einmal weiß, wie es geht, ne? Ja. So. Ja. Beep. So, und ihr produziert die hier. Ich habe jetzt für die Fließbänder 4 Stationen und für alles andere nur 2. Ja.
Das dürfte dann passen. Ich wünschte, ich könnte hier das Auto so rufen wie bei diversen Spielen, die halt einfach geil sind. Denn Cyberpunk. Unter anderem, ja. Da jetzt hinzulaufen, um Schienen rauszuholen, ist ein bisschen lame. Da jetzt hinzulaufen, um dann auch noch mal reinzugreifen, um Arme rauszuholen, ist ebenfalls lame, 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 lame. So. Wenn gleich Eisen wieder nach oben kommt, dann läuft die Produktion für alles. Mhm. Und wird direkt in die Kiste abgegriffen. Ach Scheiß, was mache ich denn jetzt? Was denn? Ach, ich bin ein Hirni, ey. Ich habe Injektoren fürs Erz dahin gemacht, wo ich sie gebraucht hätte für Platten. Naja, schon korrigiert. Yeah.